Hallöchen, die ganze Gerste ist ab, aber mehr erfahrt ihr gleich. Ja. Hat das gedonnert? Ja, wir sind jetzt noch schnell auf den Acker gefahren. Wir waren gerade noch unterwegs, also eigentlich den ganzen Vormittag und es ist ja jetzt schon später Nachmittag fast. Wir waren nämlich auf einem Turnier in Prossendorf. Also unsere Freunde aus Wolfsburg sind gekommen, die sind Turnier geritten und da sind wir halt mit hingefahren, um zu gucken. Und da haben wir auch schon einen Mähdrescher fahren sehen. Die letzten Tage hat es natürlich richtig geregnet und wir konnten halt nicht dreschen, aber da haben wir jetzt einen Mähdrescher fahren sehen in der Ecke und haben uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach mal die Probe. Genau. Genau. So, und hier die Wetterlage sagt schon wieder alles. Regen, 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 Gewitter. Es war halt auch sehr heiß, also es ist auch richtig drückend und es donnert da hinten jetzt auch schon. Genau, und darum ziehe ich mich jetzt auch die Strümpfe aus, wa? Weil die guten Botten hier, wo ich die Kranje halt gebockt. Also ich jetzt die Bauch nicht mehr. Mit meinem Eimerchen. Man sieht schon, das ist ein Vorteil, wenn man barfuß durchs Feld geht. Ja? Wir haben schon mal einen Strohschwatt gefasst. Glitsche nass unten, also mal sehen. Von alleine wird es wahrscheinlich nicht trocknen. Müsste noch mal gedreht werden, das Ganze. So. Anhand der Wetterlage werden wir wahrscheinlich das auch nicht hier machen. Das werden wir einfach nur mit ins Auto schmeißen und machen wir drinnen wohl. Ja? Ja. Ich weiß ja nicht, ob man das hört. Aber es kommt auch näher. Es kommt näher. Es war ja aber auch angesagt. Ja, ja. Erst ja, dann will er nicht. Und jetzt ist es auf einmal wohl da. Naja, es ändert sich ja auch immer 20 Mal noch. Ja, bei den ganzen Wetter-Apps. Und jede Wetter-App sagt auch was anderes. Immer so. Also hier unten ist wirklich noch ganz schön nass so. Ja. Und für die Woche steht aber auch schon wieder nur Regen drin. Außer Montag, glaube ich, also morgen. Und Dienstag eigentlich relativ gut. Mit der wärmsten Tag der Woche. Über 30 Grad, ich glaube 31 Grad. Aber mein Handy sagt da zum Beispiel wieder Regen. Also. So, und jetzt so einmal hier schön aufs Schwattfilm. Ja. So, hier oben ist natürlich abgetrocknet, das ist ja kein Wunder. Aber hier unten, hier, das sieht man ja schon von der Farbe her. Das ist, sag ich mal, das Trockene hier. Rieselt hier auch schön runter und das, ja, das ist wie nasse Lumpen hier. Na, kriegst Wasser raus? Ich krieg's nicht, aber die Hände sind feucht. So. Jetzt ist es natürlich clever, wenn man das mit den Händen ausreibt. Dann hat man gleich den Wert verfälscht mit seinen nassen Pfoten. Sollte doch eigentlich reichen. Ja. So,
So, ich habe ja eben schon gesagt, dass bei allen Wetter-Apps das Wetter komplett unterschiedlich angezeigt wird und dass sich das auch ständig ändert. Und das wollen wir euch jetzt einfach mal zeigen. Dafür brauche ich dein Handy. Ach so. Ja. Bitte. Danke. So, 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 so. Einmal. Hier ist der 11. Juli, heute. 27 Grad. Regen, wie viel? 0,5. Na super. Anfangs hieß es auch Gewitter mit knappe 7 mm, aber ja, das ist halt immer alles ein bisschen blöde. Ja, Montag, Dienstag bewölkt, aber hier 32 Grad, wie wir schon gesagt haben, ist mit am wärmsten. Dann steht wohl Gewitter drin, 5,1 mm. Ja, da kann man denn jetzt in dieses Jahr kann man eigentlich schon gewiss sein, wenn immer 5 mm da sind, dass dann irgendwo auch ein Regengebiet kommt. Ja, wenn, sage ich mal, nur 0,5 drin steht, ist nicht immer gleich hundertprozentig, dass halt auch wirklich nur so ein bisschen kommt. Manchmal kommt dann auch gar nichts. Ja. Ja, ich habe auf meinem Handy nur die stinknormale Samsung-Wetter. Das ist, glaube ich, Akku-Version, oder? Keine Ahnung. Ich glaube. Aber es stimmt auch oft. Also so ist es nicht. Ja. Siehst du, jetzt steht schon wieder Montag auch Regen drin. Ja. Und Dienstag nicht. Wir haben hier bei Agrarwetter zum Beispiel 34% und da ist dann, wie viel steht da? 52%. 54. Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja, also. Ja, das Beste, man jetzt selber raus und wartet, bis der Regen kommt. Und ja, dann kann man auch sicher sagen, was vom Himmel gefallen ist. Ja. Ja? Unwetter zeigt's an. Jetzt wird mein Datenvolumen auch noch nicht. Ach, du Ärmste. Ich hab nicht so viel gesehen. Ich stecke 5 Euro hinten rein. Hier sieht man es auch noch mal auf dem Radar. Da. Ja, also Radar ist jetzt schon ein bisschen hilfreich. Kann man ein bisschen abwägen, ob was kommt. Da kommt rot. Da kommt rot. Aber? Gegen 22 Uhr. Ach du je, du. Das braucht man nicht. Weil der Raps hat jetzt, sage ich mal, auch gerade den Stand, dass die Schoten auch empfindlicher wären. Und wenn da Starkregen oder so ihr Haare drauf kommt, dann sieht das auch nicht mehr so teuer aus für einen Raps. Ja, es wird jetzt Zeit, dass wir endlich mal losfahren können. Die erste wäre in manchen Jahren jetzt schon längst ab. Und 2018 waren wir um die Zeit schon fast fertig. Ja, aber es betrifft ja auch viele dieses Jahr. Also man hört es ja von vielen, auch von euch. Ihr schreibt ja immer fleißig. Oh ja. Bei ja. Instagram und bei YouTube auch in den Kommentaren. Da freuen wir uns auch. Das hört einfach nicht mehr auf. So, wenn er das jetzt schon erkennt, ja, das sind jetzt die guten Imkerhandschuhe, habe ich jetzt angezogen, weil ich würde das Ergebnis auch nicht verfälschen, wenn man so ein bisschen feuchte Hände hat oder sowas, es ist schon blöd. Ja, wenn man ja dann auch nur die eine Probe hat, dann ist das ein bisschen blöde. So, und dann müssen wir das alles nur noch ein bisschen ausziehen. So, jetzt sehen wir natürlich die ganzen Kranen und alles noch dazwischen kleben. Jetzt sehen wir unsere Durchhangsteine, weil hier immer ein kleiner Luftzug durchgeht. Jetzt stellen wir den einen einmal hier hin. Das machen wir einfach. Wind kommt von da, dann machen wir das so. Ja, das ging jetzt ein bisschen in der Hose. Aber man sieht halt schon hier, das ist ein bisschen abgesondert und der Mähdrescher macht es im Prinzip nicht anders. Wir haben da auch eine Bläse drin. Da sage ich mal so, die Nichtkornbestandteile alles nochmal einfach rausbläst. Wirklich. Es gab natürlich keinen Wind. Na? Jetzt. Ja.
alles andere. Ne? Ach, das sollte uns reichen. Das sollte uns einfach reichen. So. Dann haben wir jetzt ja unser gutes Glasgerät. Hat man in unserem allerersten, ja, aber das Ernteflock kann man dazu auch nicht sagen, so der richtige lange Flock. Sommerflock, glaube ich. Sommerflock, genau. Da hat man das schon mal gezeigt. Es gibt noch mal andere feuchte Messer. Die sind so aufgebaut wie so eine Mühle, so muss man sich das vorstellen. Da ist ein Temperaturfühler, ein Feuchtefühler, sage ich mal, dabei. Zermalt man, das Zermalen macht man rein, dreht das auch fest und dann zeigt das, sage ich mal, einen ganz genauen Wert an. Und das ist, sage ich mal, nicht immer hundertprozentig, weil hier, das ist sozusagen der Fühler und wenn da, sage ich mal, ein grünes Korn noch mit dabei ist, kann er schon die ganze Probe verfälschen. So. Ja, ein bisschen vernünftig sind die Lumpe hier aussuchen. So, supi, stellen wir mal hin, dann kann ich die alten Handschuhe wohl ausziehen. Ich habe jetzt keine anderen gehabt, da mache ich die angezogen. Ja. So, drehen wir einmal drauf hier. Das macht man gut fest, sag ich mal. 25,7 Grad hat sie auf jeden Fall. Also wenn das stimmt, da fresse ich ja mal sowas von dem Besen. Das kann ja wohl auch nicht sein. 8%, weniger wie 8%. Das müssen wir einfach nochmal machen. Das hat auch ein bisschen geklemmt. Jetzt starten wir die Kiste nochmal. Gerste messen, ist in Arbeit, dauert einen Moment. Jetzt hat sie schon 26 Grad. Gucke, wie das geht. Ja? Aha, jetzt. Sieht aber trotzdem sehr gut aus, muss ich mal sagen. 13%. Wenn wir das Ganze nochmal durch den Drescher jocht, dann wird es wahrscheinlich nochmal 1-2% mehr, weil unten das Stroh war ziemlich klamm noch. Hat man ja schön gemerkt. Ich bin jetzt barfuß durchgelaufen. Das ganze Getreide mit Halm wird ja durchgedroschen und wird einmal schön durch den Drescher gejocht und das kann natürlich dann auch so ein Korn ein bisschen feuchter machen, obwohl es im Inneren eigentlich schon reif wäre, sozusagen, und trocken. Ja, wir fahren jetzt aber nicht mehr mit dem Mähdrescher raus. Nicht wahr? So. Ich konnte es nicht lassen. Ich konnte es nicht lassen, ich musste nochmal testen. Ja, ist mit dem Gerät dann halt overall so ein bisschen ungewiss. Was macht man? Müsste man jetzt eigentlich das nehmen und das durch eine andere, sag ich mal, feuchte Messung jochen. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja. Ich weiß einen Fachbegriff oder nicht, es interessiert mich auch nicht. Ja.
So, gerade angekommen, wir müssen jetzt umbauen. Aber nicht hier. Ja, ich gucke nochmal. Sieht alles wieder aus. Und zwar haben wir ja jetzt Stroh abgelegt. Habt ihr ja die ganzen Tage schon gesehen. So. Und jetzt wollen wir die ganze Sache aber häckseln. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier unseren Riemen runternehmen. Beziehungsweise wo drauf machen. Ja. Den machen wir hier locker. Lehnt den drauf hier. Dann machen wir das hier. So. Dann müssen wir hier lang. Sollte natürlich nicht passieren. Finger sollte man auch nicht dazwischen haben. Dann haben wir hier oben eine schöne Drehknaufe. Die müssen wir natürlich locker machen. Die ganze Sache ist da drüben auch nochmal. Hier ist natürlich unser Häcksler drin. Dadurch, der muss ja jetzt häckseln. Also müssen wir den auch in eine Häckselstellung bringen, ja. Und sieht das alles mechanisch. Sieht man natürlich wohl aus wie eine Sau. So. Das haben wir auf jeden Fall. So. Und das war's schon. Alles wohl festzuschrauben. Gucken, ob der Riemen da auf der Rolle auch noch liegt. Jawohl, hier muss das alles hin. Das ist natürlich überall so eine Kerbe und es muss ja noch schön in der Kerbe sein. Dann kann das alles auch nicht verrutschen. So, hier alles festschrauben. Und schon haben wir von Stroh umgebaut auf Häckseln. Das Hydromotor kann man hier nochmal abschmieren. So, wir sind fertig. Und da kommt.
So, das machen wir, damit unser Schneidwerk hier nicht abbaut, zur Verriegelung. Zapfwelle dran, Gelenkwelle, bevor sich wohl irgendwelche Klugscheiße hier aufregen. So, unser Schnellverschluss, hydraulisch, ein bisschen Elektronik ist hier auch drin. So, alles verstöpseln und wir können losfahren. Und ist dann sozusagen auch noch ein bisschen effizienter. Nicht wahr? Ah, jetzt kann man es auch ein bisschen besser sehen. Ah, hey, ja, schön. Das letzte Mal hat es immer so gespiegelt. Ah, herrlich. Wir kommen jetzt so in die heiße Phase, wo der Tau halt allmählich nachrückt. Muss man halt schauen, wir wollen eigentlich die Hänger da noch voll machen. Aber das wird jetzt wirklich mal auch gleich soweit sein, wenn wir unten sind. Also den haben wir schon mal einen Bunker voll und den werden wir noch, keine Ahnung, wie viel werden wir noch brauchen? Zwei, drei? Ja. So. Die Sonne ist auch schon untergegangen. Es ist jetzt auch schon um 9 oder so. Ich habe nicht auf der. Drei für die 10, okay. Oh. Ups. Aber es geht noch. Also wirklich. Kommt doch auf die Tage drauf an. Vor einer Woche ungefähr, da waren wir um 9 nochmal bei der Gänseebahn. Da sind wir durch so Gras gestiefelt. Naja, Gras, gut, das ist ein bisschen grün, das sieht ein bisschen her noch an. Da hatten wir dann schon ein bisschen nasse Schuhe gehabt, sag ich mal. Ja, da war der Tau schon da, aber heute jetzt noch. Wir hatten noch den ganzen Tag Wind. Ja. Aber die Zeit vergeht übel schnell, wenn man hier ist. Das ist Wahnsinn. Eben war es noch um 7, jetzt ist es halt 3:10. Und wer muss wieder morgen zeitig aufstehen? Ich. Warum? Und wer liegt dann immer noch im Bett? Nee. Ja, ja. Ich hacke Holz. Stimmt. Früh um 4 stehe ich auf. Und dann hacke ich erstmal einen halben Wald voll Holz. Aha. Eigentlich säge ich. Ja? Früh um 4. Naja, da säge ich. Da säge ich Holz. Sozusagen schnarchen. Oh. Oh, ich habe hier Stroh ins Ohr, ey. Ins was? Ins Ohr. Nein, hier ist Ohr. Das Auge.
Das sagt man bei uns Aue, das Aue. Also ich sag das nicht so. Du kommst ja aus der Stadt. Hä? Gar nicht. Klar, eine Kleinstadt. Denn, ja. Hä? Das Dorf gehört halt auch mit zu der Stadt. Es hat aber noch einen anderen Namen. Ja und? Ja, das ist doch nur, das ist die Gemeinde, das ist ja logisch. Ja? Komm. Ja. Wir fahren und fahren und fahren, bis wir es kapieren. Ja, was wollen wir heute noch weiter sagen? Wir fahren jetzt die Hänger noch voll und dann ist Schicht im Schacht. Ach so, wir haben noch eine kleine Shopping-Tour unterbreitet. Ja, ein kleines Laubgebläse haben wir geshoppt. Damit du! Und du hast mir davon erst erzählt, als du schon bestellt hast. Ja, sicher. Ja. Ja. Nicht, dass du Postboten saß, ne. Das weiß ich nicht, wer das bestellt hat. Bitte wieder mitnehmen. Genau. Das habe ich auch nur bestellt, weil ich immer nach dem Duschen so nasse Haare habe. Dass ich die schnell trocken kriege. Nein. Das haben wir einfach bestellt und den guten Kumpel hier, den Mähdrescher oder die Presse zum Beispiel, einfach mal ein bisschen schneller auspusten. Außerdem kann man das mal schnell mit auf den Acker hocken und kann dann mal schnell loslegen. Ja, aber da können wir ja noch mal näher drauf eingehen. So, es blinkt. Und jetzt geht's los. Genau. Oh. Das sieht man nämlich mal schön. Abnimmt. Sogar mit Innenbeleuchtung. Ja. Schön. So, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt Richtung Werkstatt, denn Tim, sein Laubgebläse ist da gekommen. Das wollen wir jetzt erstmal auspacken. Genau, und hier steht natürlich auch schon was, ne? Aber eins nach dem anderen. Hier haben wir noch eine Kiste. Wir können ja mal schnell, nur ganz, ganz schnell lunchen. Nicht zu viel zeigen, bitte, ja? Nein. Auch das kommt noch. Noch mehr. Hm? Ja? So, die euren Schmelchflingen nehme ich auch ganz. Richtiges Klävewetter heute, oder? Wa? So. So schnell geht das. Einmal und zweimal. Super. Ich habe eigentlich gedacht, das kommt gleich im Ganzen, ja. Aber war doch eigentlich absehbar, ja, oder? Ja, das kommt heutzutage noch im Ganzen. Nix. So, dann haben wir hier deinen schönen Föhn. Oh, das riecht immer so gut. Neue Sachen. Naja. Ja gut, also Föhn mit zusammenbauen ist ja nicht wahr. Na, ist doch gut. Ja. Ganze mal sowas hier. So. Ja, wie wird's jetzt zusammengesteckt? Freunde der lustigen Tanzmusik.
Da ist doch bestimmt auch eine Bedienungsanleitung. Nee, sowas gibt's hier nicht. Nee. So, oder was? Muss ich tatsächlich wegen so einem Scheiß in die Bedienungsanleitung gucken, oder was? Ah. Siehst du, steht gleich auf der ersten Seite. Das ist das Titelblatt. Ja? Es juckt. Hier für die holländischen Freunde, alles auf Holländische. Wir haben uns nochmal ausprobiert, weil die Bedienungsleitung, Anleitung nur auf Holländisch ist. Ja, Gottverdamme. Grüße jeden schon mal raus. So, hier, bitte, wenn Sie da filmen, werden Sie nichts sehen. So, hier, ja. Hier haben wir ein paar schöne Binoculars und Einschneidungen, Eingärungen. So, dann machen wir die Breite hier so rein. Hier so. So, unten müsste es auch bündig sein. Und dann passt das. Festgeschraubt. Hier dasselbe. Wir haben auch zwei so eine Binoculars. Einführen und rumdrehen. Und schauen, ob wir bei den Ghostbusters mitmachen. Jetzt müssen wir das Ding noch danken. Ist das eigentlich Benzin oder ein Diesel? Benzin. So. Wir haben das gute Teil jetzt gedankt, nicht mit blanken Benzin, da kommt hier Misch drauf. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Könnte fatal enden. So, haben wir schon ein bisschen vorgepumpt hier. Hier ist ein kleines Schauglas. Da kann man dann auch drauf drücken, ja. Dass sie dann auch gut Sprit kriegt. Die schmeißen wir jetzt noch nicht an. Wir müssen nämlich erstmal noch den Steinfangmull öffnen. Weil das macht sich besser, wenn man das vorher macht. Ja. Mundschutz habe ich auch, setze ich danach gleich auf. Ich möchte ja noch ein bisschen sprechen und das hört sich immer so ein bisschen blöd an. Wir sind das zwar alle schon gewöhnt durch die Corinna-Zeit, aber naja. So, hier unten habe ich hier so ein Flacheisen. Sieht man es? Wenn ich musste von da filmen. So, guten Morgen. Hier ist der Hebel, der zieht man einfach so auf, kann man auch von dieser Seite machen. So, ein bisschen runter, machen wir hier so eine schöne Feder, da fliegt mich doch glatt der Schlüssel aus der Hosentasche. So, und da haben wir hier unsere schöne Steinfangmulde, die hängt natürlich immer der Dreck drin. Und darum muss man das auch jeden Tag sauber machen. Weil die dient ja vorrangig dazu, um Fremdkörper noch mal ein bisschen abzuscheiden. Also, das ist ja wirklich eine Mulde. Und beim Durchfluss von mir drei, wenn da ein Fremdkörper mit reinkommt, fliegt die da rein und dann muss sie leer sein. Oh, das ist schön, du wirst eingestiegen. Und du musst doch zum Training, das ist ja super. Das wird schön jucken. Wenn ich nimm's deine Schuld. Nimm dich am besten noch eine Tüte mit, kannst du da öffnen und einfach mal durch den Raum schmeißen. Also ich hätte das gemacht. Grüße ihn raus, ja, an deine Tanzgruppe. Hier, einfach mal. Einfach mal hinschmeißen. Ja, danke schön. Bitte schön. Zu mir. Wir holen uns jetzt ein kleines Stöckli und gern das alles so raus, weil hier guckt euch das an. Siehst halt aus wie eine Moorsau danach. Ja? Und das gute Ding war ja schon drin gewesen. Also kann sich ruhig noch einen Meter wegstellen, außer du möchtest so stehen bleiben fürs Video. Dann werde ich natürlich alle beneiden. So verändern tut das jetzt aber hier auch nicht. Na klar. Nein. Oh.
erste ist er schön. Oh, gut. Was haben wir? Oh. Jetzt machen wir noch schnell die Seitenklappen auf. Und dann können wir losheizen. So, hier drüben noch. Ich werde verfeucht. Ja, das hält sich alles noch in Grenzen, aber der wird jeden Tag ausgeboostet, beziehungsweise immer vor dem Man. Und wenn hier halt, das geht jetzt alles noch, aber wenn hier so eine Strohnester und alles sitzen, das sind ja alles Riemen, die bewegen sich ja, und dann Strohnester sitzt, dann kann das auch mal ganz schnell anfangen zu brennen, weil Reibung erzeugt Wärme und viel Wärme ist schlecht. An heißen Tagen sowieso. Ja, das muss immer jeder für sich selber wissen, ja. Damals wurde ja im Video kommentiert, wie denn nur sauber. Ja. Das sieht ja bekloppt aus, sieht ja irgendwie eine Ente, oder? Ist das richtig so? Das Metallding ist viel zu klein für dich. Ja. Das sieht aus. So, in dem einen Video war ja damals so ein bisschen. Ja, das war eigentlich keine Kritik, das war eigentlich nur ein YouTube-meinter Rat, dass man sich halt ein bisschen Schutzausrüstung so an Mann lehnen sollte. Also Mundschutz, Brille. Ist ja auch eigentlich richtig. Ja, vollkommen. Das muss aber so jeder für sich selbst wissen, sage ich immer. Ich setze jetzt bewusst keine Brille auf, wir haben es 30 Grad, es ist schwüle Luft. Und das nervt einfach nur. Ja? Und wenn man sich die ganze Zeit wieder ins Gesicht rumfummeln muss, dann rammelt man sich nachher noch den Kopf, weil man unkonzentriert ist. Da mache ich jetzt nur mit Mundschutz. So, Freunde, dann haben wir mal die Kiste starten, ja? Herrlich. Siehst mal aus wie ein Moorschwein, oder? Also auf jeden Fall gut, das Ding. Besser als gedacht.
Wie sehe ich denn aus? Dezent dreckig. Ja. Ich habe halt so ein bisschen was in der Aura, aber das geht jetzt schon. Ja. Ein bisschen Wasser rein und dann hat sich das erledigt. Also, auf jeden Fall, gutes Ding. Sieht man ja oft auch bei Quaderbeinpressen, dass die Dinger da mitfahren. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ist ja doch Benzin, wa? Ist ja doch ein bisschen leicht entzündlicher. Und wenn dann irgendwo mal eine warme Stelle ist und irgendwas schmort und das Ding ist gerade da am Weg, ist vielleicht auch nicht so dasselbe vom Ei, ne? Also weiß ich nicht, wie das auch mit der Unfallverhütung so ein bisschen ist oder Brandschutz. Ja, aber es ist halt nicht schlecht, weil kann man mal draußen ganz rasch alles auspusten und braucht nicht zwingend immer einen Kompressor. Luftfilter und Kabinenfilter mit dem Ding, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig und das macht wahrscheinlich auch keiner. Darum machen wir das auch noch mit dem Kompressor. Ja, weil wir müssen ja den Luftfilter auch von innen nach außen auspusten. Ganz wichtig. Gut, alles klar. Also ich werde mich jetzt erstmal so ins Bett legen aus. Du spinnst. Mann. Ist auch Bettwäsche. Hahaha. Dann darfst du es auch waschen. Ich darf, ich muss auch. Grüße aus dem Fendt, den ihr vorhin gesehen habt. Ich komme jetzt noch vom Training. Es ist jetzt, wie spät war es? 21 Uhr? 21.54 Uhr. Genau. Es ist auch schon sehr dunkel. Da hinten kommt auch ein Gewitter. Ein bisschen mal drum, ne? Ja. Ja, wir sind hier auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Acker, wo der Roggen steht. Ja, wir können ja hier mal. Mit der Scheibenegge. Da. Licht und Licht. Supi! Und es tröpfelt auch schon, meine Damen und Herren. Und ja. Was ich gleich zum Anfang sagen muss, das ist ja halt richtig schön, war. So können wir euch halt auch noch uns ein bisschen zeigen, weil wir ein schönes Licht haben. War? Machen wir auch wieder aus. Schon später mal an. Das ist doof. So, soll ich gleich mal losschnapsen? Guck mal. Jetzt los. Aber pünktlich Feierabend gemacht. Gucke, vielleicht sind sie sogar fertig geworden. Fährt nämlich der Nachbarbetrieb rein. Wir haben die Porsche. Man sieht es nur ein bisschen blinken. Wir können ja immer blinken. Schön, wa? So, das war's mit dem kleinen Erntevlog. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, denn es werden sicherlich noch ein paar Erntevideos kommen. Genau. Und wie es mit den Kollegen hier weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Und in diesem Sinne, tschüssi, macht's gut.